Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten DFB-Pokal-Auslosungsrunde-Video. Ja, es sind jetzt, ich glaube, 3 oder 4 Wochen vorbei, wo ich den DFB-Pokal gemacht habe und wo er auch angefangen hat. Leider schaffen zwei Leute keinen Termin zu finden. Dazu kommen wir aber gleich, wenn ich diejenigen ziehe. Heute ist Mittwoch. Der DFB-Pokal, zweite Runde, dürft ihr ab Sonntag spielen. Und dafür gibt es diesmal nur eine Woche Zeit. Also ich bitte euch, spielt dieses fucking Spiel so schnell wie möglich, weil es muss ja weitergehen. Wir sind jetzt schon in der Rückrunde von den Ligen. Und ja, es kommt dann noch, glaube ich, nach der zweiten Runde das Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale. Also es muss dann in 4 Wochen eigentlich, ne? Also bis nächste Woche Samstag habt ihr dafür Zeit. Also habt ihr somit 3 Spiele dann zu spielen für nächste Woche. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fangen an. Mische hier nochmal ein bisschen durch. Und schauen wir mal, was der gute Steffo hier als schöne Paarungen fabriziert. Schauen wir mal. Let's go. So, das erste ist Ingolstadt. Hat er in der ersten Runde ein Freilos. Ich probiere alles da hinzubekommen, was ich noch weiß. Was so war. Borussia Dortmund hatte ein Spiel gehabt, haben gewonnen. Also Ingolstadt, dritte Liga gegen Borussia Dortmund. Interessant. So, dann haben wir Gladbach. Muss gegen VfB Lübeck. Auch ein Erstliga-Duell gegen Drittliga-Duell. Dann Kräuter Fürth, die hatten einen Freilos in der ersten Runde. Muss gegen Union Berlin. Ein Erstliga-Duell. Okay. Dann Würzburg. Muss gegen Sandhausen. Sandhausen hatte auch einen Freilos gehabt. Jetzt mischen sie natürlich mit. Sind aus der zweiten Liga. Dann haben wir Holstein Kiel. Ich glaube, die hatten auch einen Freilos gehabt. Muss gegen Heidenheim. Zweite Liga. Da. Bayern 2 muss, das wäre jetzt natürlich krass, wenn es jetzt ein Bayern-Derby geben würde, also Bayern gegen Bayern, wird es aber nicht, es wird ein Drittliga-Duell gegen Hansa Rostock. Dann haben wir den ersten FC Augsburg, zweite Liga gegen VfL Bochum, auch zweite Liga. Interessantes Duell, weil ich würde sagen, beide gleich stark sind. Ein richtig spannendes Spiel wird das, glaube ich. Bin ich gespannt. Dann haben wir Erzgebirge Aue gegen Braunschweig, dritte Liga. Braunschweig hat einen Überraschungssieg, ich musste wirklich sagen, Überraschungssieg eingefahren, und zwar gegen Schalke. 1-1 nach dem ersten Spiel, dann Golden Goal und das hat Braunschweig gewonnen. Nase juckt. Oh, so, Entschuldigung.
Ich habe kein Corona, keine Angst. Dann haben wir Fortuna Düsseldorf. Muss gegen Wien Wiesbaden. Ich glaube, Wien Wiesbaden hatte, glaube ich, auch ein Freilos gehabt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Dann der erste FC Nürnberg muss gegen Leverkusen. Interessantes Duell. Nürnberg ein Aufstiegsgarant aus der zweiten Liga gegen Leverkusen. Ich glaube gerade Platz 1 in der ersten Liga. Also interessantes Duell da. Auch wieder spannend. Dann Unterhaching aus der dritten Liga. Nach 17 Spielen 17 Mal gewonnen. Also Respekt. Wäre jetzt natürlich cool gegen Regensburg, auch ein Aufstiegsgarant aus der zweiten Liga, auch ein interessantes Duell. Dann der VfL Osnabrück aus der ersten Liga muss gegen 1860 München. Und das wäre der zweite Verein, der nach 17 Spielen 17 Siege hat, so wie Unterhaching. Und das habe ich mir jetzt eigentlich gewünscht, dass die vielleicht aufeinandertreffen, aber ja, leider nicht. Dann haben wir den FSV Mainz. Muss gegen Türkgücü München. Dann der FC Bayern. Genau, muss gegen Darmstadt. Ich glaube, Darmstadt hat den Freilos gehabt. Ne? So, jetzt kommen wir zu Köln und St. Pauli. Also der Sieger aus diesem Spiel. Ich sag jetzt auch gleich, ihr habt nur noch bis diese Woche Samstag Zeit, dieses scheiß Spiel zu machen. Weil das kann echt nicht sein. Wenn es bis Samstag nicht kommt, hole ich mir die Screenshots ein. Wer mehr aktiver war an den Nachrichten. Und dann entscheide ich, wer da den Death-Ring bekommt. Weil das kann nicht sein, dass man da 4 Wochen braucht, um ein Spiel zu machen. Ihr müsst auch noch ein Ligaspiel machen außerdem. Muss gegen Halle. So, dann Hoffenheim, mein Gegner, ja, 5-5 haben wir gespielt, im ersten Spiel, und dann Golden Goal, 1-0 hat er gewonnen, muss gegen, oh, ist schon das letzte Partie, Arminia Bielefeld, okay, ja, das waren jetzt die Paarungen, wir haben jetzt Ingolstadt, Borussia Dortmund, Gladbach gegen VfB Lübeck, Greuther Fürth gegen Union Berlin, Würzburg gegen Sandhausen, Holstein Kiel gegen Heidenheim, Bayern 2 gegen Hansa Rostock, Augsburg gegen Bochum, eins der interessantesten Spiele, Aue gegen Braunschweig, Fortuna Düsseldorf gegen Wien Wiesbaden, Nürnberg gegen Leverkusen, auch ein interessantes Spiel, Unterhaching gegen Regensburg, auch ein interessantes Spiel, Osnabrück gegen 1860 München, Mainz gegen Türkgücü München, Bayern gegen Darmstadt, Köln-St. Pauli gegen Halle und Hoffenheim gegen Bielefeld. Das waren die Paarungen für die zweite Runde. Ich wünsche euch allen viel Erfolg und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Auslosungsvideo wieder. Oder bleibt auf dem Kanal dabei, weil es kommen ja noch andere Videos, die nicht um Fußball gehen. Und ja, wenn euch trotzdem das Video gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.